Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Ref Riker und herzlich willkommen zu wahrscheinlich dem Dümmsten, was ich tun kann, aber ich tue es trotzdem. Ich renne runter und guck mal nach, was da für ein kleines Ungeheuer auf uns wartet. Vielleicht gibt es ja ein paar Talas für uns. Ich habe noch Hoffnung. Und scheinbar ist auch ein Nest, was wir zerstören müssen. Und dementsprechend werden wir das dann leben. Warning. Hostile creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. Oh, scheiße. Entschuldigung. Room Service. Der Kammerjäger ist da. Boah. Hauptsache pauschal erstmal eins in die Schnauze kriegen, weißt du? So, direkt zur Begrüßung. Moin, ich bin's und du gehörst hier nicht her. Dass ich hier nicht hergehöre, weiß ich. Komm mal kurz mit. Oh, hier auch. Hallo? Ja, ich find's geil. Ich find's so dermaßen geil. Genau, so, jetzt heilen wir uns hier einmal voll. Wir brauchen echt diese Portale, ne? Wisst ihr was, wir bauen auch Portale. Hier, pass mal auf, eins hier hin. Ach, hier darf ich gar keins setzen. Ja? Hostile creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. Wo wollen sie denn diesmal drauf los? Die rennen wieder voll auf meine Verteidigung, oder? Na klar, rennen die voll auf die Verteidigung. Naja, dann haben sie selber Schuld. Dann kann ich denen auch nicht helfen. Ja gut, das ist ja auch so Ping hier, ne? Wenn wir den hier hinsetzen. Wir setzen den hier hin. Und hier eine Tür. Ja, so auf jeden Fall nicht. F. Lol. Carbonium storage is full. We should construct more storage buildings. Verkauf mal. Pleiten, Pech und Pan. Warum ist jetzt? Hier? Oh, das ist geil. Aber ich kann von hier aus nicht losreisen, ne? Nee, ich darf von hier aus nicht losreisen. Das ist kacke. Oder ich habe die passende Technologie aber nicht. So. Die kommen alle von da unten. Wir rennen jetzt runter. Machen die aber sowas von fertig. Base is under attack. Base ist under attack? Von wo? Hä? Jetzt irgendwas nicht mitgekriegt? Na dann. Oh Mann, es. Ich glaube, das ist nach wie vor keine gute Idee. Oh mein Gott! This creature is extremely hostile. It can be dangerous to our base. Kill it before it kills us. Ja, töte es, bevor es dich tötet. Dankeschön. Wenn das Viech mal nicht alleine durch die Gegend laufen würde, ne? Wenn das Viech mal alleine durch die Gegend laufen würde. Ich hänge hier in der Mauer. Ganz beschissene Ausgangssituation für sowas. A
A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Warning! Hostile creatures are coming from a nearby nest. We should go there and clear it out. Gott. Ich glaube, das Viech ist aggro auf mich. Naja, easy. I wonder what made it so aggressive. Maybe we can learn something important after researching it in a lab. Eine Frage stelle ich mir aber noch, ne? Sie sagte, was diese Kreatur wohl so aggressiv gemacht hat. Ich meine, seien wir mal ehrlich. Dringen hier auf dem Planeten ein, rotten hier alles aus, klauen uns die Ressourcen und wundern uns, warum die Natur so feindlich ist. Schwierig. Oh. Sorry. Ich meine, eigentlich liegt das ja auf der Hand, ne? Warum die Natur uns nicht gerade wohlgesonnen ist. So, wir können was Neues herstellen, glaube ich. Hier, den Hammer. Den möchte ich haben. Gib mal her da. Inventory? Da? Hammer ausrüsten. Geil. Geil. Verbrauchsgegenstände. Aha. Gut, haben wir ja noch nicht. Das Gaskraftwerk haben wir. Sehr schön. Müssen wir dann mal gucken. So, Gaskraftwerk. Wird wahrscheinlich hier sitzen. So, produziert eine große Menge Energie, benötigt für den Betrieb jedoch entflammbares Gas. Ja. In Ordnung. Gasfilteranlage. Raffiniert Schlamm und stellt Gas her. Nein, das mit der pflanzlichen Biomasse lassen wir. Wir haben hier irgendwo hier. So, pass auf. Dann machen wir das hier ein bisschen anders. Der Kram kann weg. Ja, bauen wir mehr Storage. Ich hab zwischendurch übrigens schon Storage gebaut, ne? Also. Das haben wir auch schon. Aber. Wir wollen. Wo war das denn? Schlamm filtern. Ups. Oh, ich will immer mit R rotieren, ne? A new technology has been developed. New blueprints are available for crafting. Dann wollen wir hier ein bisschen Rohre langziehen. Und dann, wollen wir hier ein Gaskraftwerk hinsetzen. Ich baue das bewusst jetzt einmal mit Abstand. Ich werde das später noch einmal umbauen. Aber ich will wissen, ob eine so eine Anlage zwei Gaskraftwerke betreiben kann. Was liefert denn eine an Strom? 500. Das wäre natürlich ein Träumchen, ne? Was haben wir eine Win-Win-Situation? Das heißt, wir bauen hier noch einen Speicher zwischen. Hier so einen Flüssigkeitenspeicher, den sammeln wir hier mit ran. Und dann setzen wir hier vorne. Den Rest gegen. So, dann schauen wir mal. Carbonium storage is full. We should construct more storage buildings. Ja, Lager wieder voll. Top. Pass mal auf. Den machen wir jetzt einmal leer. Einfach nur zu Testzwecken. Was ist das hier alles? Iridiumfabrik? Achso, das ist dadurch, dass wir sie ableveln können, ne? Ja. Hoch. Entschuldigung. Was ist er hier? Biokomposter. Ich habe ja immer noch nichts, wo ich pflanzliche Biomasse draus herstellen könnte, ne? Das ist ja das, was mich so ein bisschen triggert momentan.
suche noch nach einem Weg, diese Biomasse selber herzustellen. Vielleicht kommen wir noch dahin. Mal schauen. Aber es ist schon mal schön zu sehen, dass wir momentan mit unserer Basisverteidigung zumindest schon mal ein bisschen gegen ankommen. Ne? Das ist schon mal viel wert. Auch wenn hier unten immer noch kein Strom verbunden ist. Irgendwo hier hängt es noch. Hier unten. Oh. Oh. Der gute Artillerieturm. Zip. Röhrchen nach oben. Eigentlich hätten wir unsere Basis ein bisschen nach oben. Aua. Ein bisschen nach oben verlagern müssen. Ja. Will ich hier schon durchlaufen? Ach komm schon. Weil hier hätten wir exakt schön viel Platz gehabt. Wir räumen hier mal ein bisschen auf und dann machen wir das auch. Achso, warte mal. Das ist eine Kuh wahrscheinlich. Hier kommt der Hammer der Gerechtigkeit. So geil ist das jetzt aber nicht, ne? Naja, Biomasse zu farmen geht das. Oh ja. Alter. So, da drüben greifen sie uns jetzt an, oder? Sagt unsere Verteidigung hier. Hier haben wir das, das, das und das. Pass mal auf. Oh, so rein aus Prinzip. Weil die werden jetzt voll da vorne auf die Ecke raufrennen, vermute ich mal. Habe ich aber so ein klitzekleines Problem mit. Dementsprechend werden wir das verhindern. Und ich sag ja, wir bauen unsere Basis jetzt nach und nach einmal um. Dass wir hier oben das Fleckchen mit einnehmen. Das ist mal auf der Karte zu zeigen. Hier den Bereich. Das kann ich auch hier machen, ne? So. Hier wollen wir jetzt uns breit machen. Ne? Oder auch von mir aus hier oben rum. Aber auf jeden Fall, das wird dann unser Bereich hier so. In dem wir uns ein bisschen austoben können. Wo hängt's hier? Hier hängt's an Kobalt. Das ist schon mal schlecht. Dann müssen wir Kobalt suchen, aber schnelle. Danger. Hostile creatures are approaching our base. Get ready for battle. Hier wäre es gewesen. Was haben wir gekriegt? Carbonium. Wer braucht denn schon Carbonium? So, da kommen sie an. Kriegen auch direkt Artillerie in die Schnauze. Base is under attack. Aber natürlich greifen sie wahrscheinlich genau an dem Punkt an, wo nur ein Verteidigungsturm steht, ne? Nee. Der Türme stehen ja eigentlich genug. Einfach mal ab. Tschüss. Was mir hier fehlt, sind ein paar Artillerietürme, hätte ich beinahe gesagt. Ich wollte hier nicht rausdashen. Im Angriff dasht er nicht. So, Raketentürme voll. Base is under attack. Alter Falter. Deswegen funktioniert das nicht. Ich glaube, die haben mir hier meinen Teleporter zerledert. Schmeiß mal neu auf das Ding da.
Danke. Oh, gehen wir mal zurück zur Basis, zur Ausgangsbasis hier hin. Da können wir uns einmal voll heilen. Dann können wir hier einmal bei der Technologie reingucken. Will mal tiefe Technologie drücken. Genau, reflektierende Panzerung, die bauen wir mit rein. Und den hier will ich mit rein haben, weil der repariert uns. Aber ich will auch noch, ja, nehmen wir eine Speer. Granaten sind ja auch nicht schlecht, ne? Treibminen. Faust. Wir nehmen den Speer. Auf den packen wir auch noch ganz oben. 1:40, süß. Denn jetzt wir den einen weiter nach unten. Die brauchen 4 Minuten. Wir können ja oben bei uns im Mecker hier oben noch Erweiterung reinpacken. Ich vermute mal, das sind die. Ja, steht auch. Das ist er hier. Rohstoffbeutechance erhöht, Modbeutechance und Beutedrohnen. Wir werten den Mech jetzt erstmal schnell mit auf. Er hier, Entdeckungswerkzeug. Bewegungstempo, Radarreichweite, Beutedrohne. Kraftfeldenergie plus 35, Rohstoffbeute Chance. Was ist er? Titanmaschine. U-Scanner Turm. Power Jump. Notfallexplosion. Gott. Ich will doch nicht explodieren. Oh, Vitallaser. Würde ich ja nicht Nein zu sagen, ne? Nicker, ganz ehrlich. Auf hier zur Forschung wieder hinzufügen. Oh, 18 Minuten? Ne, 9 Minuten. Ah. Jetzt mal auf, um das Ganze auch noch so ein bisschen zu beschleunigen. Unsere Lager sind ja total voll. Wo ist denn unsere Forschungsabteilung? Hier irgendwo. Auf, dann bauen wir nochmal schnell ein Forschungsgebäude. Nein, Baubegrenzung 2 von 2. Ihr wollt mich trollen. Können wir das Hauptgebäude schon upgraden? Wenn wir. Was macht's? Mehr KI-Kerne? Mehr Lagerraum? Mehr Grundenergie? Kostentechnisch haben wir alles dafür. Dann Attacke. Wird einen sehr starken feindlichen Angriff provozieren. Ja, kommt drauf an, von wo. Okay, hier greifen sie von oben an. Dann Raketenturm, Raketenturm, Artillerie und Artillerie. Aber wir kriegen mittlerweile schön schnell Ressourcen hiervon nach. Na, der ist auch schon fertig? Ja. Die sind gleich Alete. Das heißt, ich darf ja schon wieder die nächste Ironium-Quelle suchen. Da bauen wir davon nochmal einen hin. Aber ich hätte ja schon ganz gerne noch den einen oder anderen zusätzlichen Raketenwerfer hier. Wenn ich schon die Türme nicht aufwerten kann, dann wenigstens so. Ah. Etwas Neues erforscht. Den Speer. Direkt ins Crafting rein. Ich glaube, den nehmen wir. Und packen den gleich mit ins Inventar rein. Der macht 117. Schaden über Zeit 0. 80 Kryoschaden über Zeit. Oh, okay.
Alles klar, Kollege. Gut, dann bauen wir hier nochmal ein paar Verteidigungseinheiten. Ah, ich würde am liebsten die größeren schon bauen, ne? Und das nützt nichts. Dann bauen wir zumindest nochmal einen von den Munitionsherstell-Dingern. Die Atomfabriken. Weiß, das kostet uns jetzt noch ein bisschen Energie. Was ist hier los? Flüssige Rohstoffe plus 3000. Du benötigst Schlamm. Du hast Matsch. My sensors are picking up multiple groups of hostile creatures approaching our base. Okay, we're ready for them. Scheiße, ich hab's vergeigt. Da oben ist Schlamm. Okay. Egal, fürs nächste Mal weiß ich Bescheid. Was ist jetzt los? Ihr Kopf ging an, oder? Die sind mir relativ egal. Base ist under attack. Wo? Da vorne. Und da vorne, okay. Ich will nicht sehen, wo der wirklich hinhauen, ne? To operate defensive towers. One of our walls has been destroyed. Carbonium storage is full. We should construct more storage buildings. Dashen, du sollst dashen. New technology has been developed. New threat neutralized. This will buy some time until the next attack. Let's check what's new after the HQ. The improved headquarters building can support more communication hubs. If we want to download new technologies faster, then we should construct as many of them as possible. Also ich glaube, ich brauche viel mehr Munitionslager. Das ist jetzt nur so eine Vermutung, aber ich... Wow, das hilft. Ich brauche definitiv viel mehr Munitionslager. Aber hier hat das alles gepasst, EU. Oh, hier ist auch noch soweit alles in Ordnung. Danke, Reparaturtürme. Oh Gott. Also, Munitionslager. Feststoff, Munitionsdepots. Ich glaube, davon brauchen wir viel mehr. Zusätzlich Lagerraum plus 1? Plus einen? Ach du Scheibenkleister. Hier steht plus 30. 30, 60, 90. Da müssen wir 120. 150. 180, 210. So, und hier können wir Sachen verkaufen mit... Das kann weg. Sind die schon alle? So. Dann können wir die anderen erstmal aufwerten hier. Hier, wir haben auch den Spaß. Damit die uns mal ein bisschen mehr geben. Aber was kann ich da noch Schlamm herstellen? Warte mal, Schlamm kann ich denn nicht weiter verarbeiten? Raffiniert Schlamm und stellt entflammbares Gas her. Also wir kriegen aus dem Zeug hier kriegen wir keinen Schlamm, sondern Matsch, ne? Was machen wir denn mit Matsch? Produziert Wasser.
Und wir könnten auch einen Biokompressor nehmen. Will ich aber ehrlich gesagt nicht. Ist das Ding denn jetzt wenigstens geupgradet? Hier unser Hauptgebäude. Ja, aber. Ja. Träumchen. So, Inventory. Haben wir schon irgendwas, was wir hier... Falsch. Herstellung. So, hier können wir das Reparaturwerkzeug herstellen. Dann das Sammelwerkzeug. Oh, da brauchen wir Kobalt für. Also gehen wir jetzt auf die Jagd nach Kobalt. Das brauchen wir nämlich als nächstes. Hier, pass auf. Den mit rein. Den nochmal mit rein. Achso, die einfache, ne? Wo ist denn die erweiterte? So. Wir begeben uns mal schnell auf die Suche. Oh, guck mal, da fliegt die Drohne mit uns mit. Wie cool. I can hear distant thunder. The wind is also picking up. A storm is coming. Ach komm. The storm is very violent, but our base is safe from the wind. Wind turbine output is at maximum levels. Oh, wir können auch mehr Munition für die Schrotflinte auf einmal mitnehmen. Wie hab ich das dann gemacht? Dann wird die auf einmal doch noch interessant. Wir pirschen uns hier mal in unbekannte Terrain vor. Hoch! Oh, da. Oh, da gibt's auch versteckte Erzvorkommen, gell? Oh, ich habe den Kartenrand da, glaube ich. Shit, ich hänge im Baum. Und dann, meine Freunde, vor allem das Passende. Carbonium storage is full. We should construct more storage buildings. A new technology has been developed. Blueprints are available for crafting. So, wir haben was Neues frei. Gucken wir mal rein. Also, Reparatur, Sammelwerkzeug und Entdeckung. Reparatur, Sammeln und Entdeckung. Also, brauchen wir noch die... Das Entdeckungsteil brauchen wir. Hier ist der andere. Crafting completed. Oh, Schmaus. The storm is over. It's so quiet all of a sudden. Deshalb, wir arbeiten hier einfach mal langsam sich über die Karte. Ich hab, wenn es einen Kartenrand gibt. Oh oh. Den ignorieren wir. Oh oh. Was ist er denn? Oh, wunderschön. Kobalt. Bei dir so? Och Gott, der kriegt ja Schaden dadurch. Dann... Haben wir die richtige Waffe für solche Leute?
Easy. Schön auf Distanz halten und dann kippen sie von selbst um. Haha, reingelatscht. Ich mach dem erstmal ganz pauschal 5 Schaden. Vielleicht gefällt ihm das ja. Au. Komm her. Komm. Put. Widerstanden. Er widersteht dem, so. Boah, da fressen sogar die Maden von. Lol, die kriegen wir auch klein. Interessant. So, wir suchen aber Carbon. Carbonium. Hier ist auf jeden Fall eine fette, klaffende Lücke. Ich glaube, da unten gibt's was drin. Ja. Machen wir's oder machen wir's nicht? Ach komm, wir machen's. Vielleicht gibt's hier Carbonium, komm. Moin! Okay. Schnell haben wir die Mine gelegt. Oh, er heilt uns voll, ist das geil. Was nicht so geil ist, dass wir hier langsam was über die Karte geschoben werden. Hier auch nochmal rein. Ich hau ab. Uiuiuiui. Die wollen es aber wissen. Mit jedem Mal, wenn die stärker, kann das sein. Noch einer hier. Am. So, ich möchte trotzdem immer noch ein bisschen Kobalt haben. Ich möchte diese Sammler haben. Guck mal, da ernähren sich die Maden da einfach von, ne? Hier, die sitzen da und saugen den Scheiß aus. Na lecker. Mod-Munitionskosten plus 1. Mod-Projektile plus Salve plus 1. Ach, das sind Turmmods oder was? Ja, schön. Hilf mir aber trotzdem nicht. Ich brauche immer noch Kobalt. Carbonium storage is full. Build more storage facilities. Immer feste rein da in die Masse. Mmh, das schmeckt. Mmh. Armbrot gesichert. Nix Viecher. Will doch nochmal Carbonium abholen. Geothermaler Schlot. Man findet hier alles. Und nicht das, was man braucht, ne? Kobalt. Wir brauchen mehr Kobalt. Aber dann haben wir die Karte, haben wir die gleich befreit von allen möglichen Viechern hier, oder was? Oh, Fortschritt wird gesaved. Was machen wir denn eigentlich, wenn wir keine Ressourcen mehr haben hier? I've detected a small piece of comet entering the atmosphere close to our position. It is highly probable that it will land close to our base. So, reparier mich mal kurz. We've calculated the comet's possible impact location. It's flying right above us. We have to investigate it as soon as it hits the ground. Voraussichtlicher Einschlagsort des Planeten. Plometen. Prometen. Wo denn? Ironium storage is full.
build more storage facilities. The comet has hit the ground. Ashley, let's go and investigate that area. So, wir wollen jetzt wissen, was hier los ist. Okay, also der sammelt hier rein und beschert uns anscheinend neue Erze. Ja, cool. Lade die orbitale Scan-Technologie herunter. Bevor sie uns weiter mit in den Ohren liegen, machen wir das jetzt einfach mal. Ich glaube, ich hier. Setzen wir die mal in die erste Stelle, nicht, dass wir im Spiel zu weit voranschreiten. Trotzdem suche ich immer noch Kobalt, ne? Ich meine, es ist schon erschreckend, wie wenig Kobalt wir haben. Greifen die denn auch Rohrsysteme an? Es würde mich ja tatsächlich mal interessieren, ob sie auch Rohrsysteme angreifen. Also hier haben wir auf jeden Fall schon mal dreckiges Wasser. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal dieses Dirty Water da, was die da haben wollten. So, gehen wir ein bisschen weiter nach hinten. Hallo? Dann machen wir nämlich hier einmal zu. Machen wir hier als nächstes dicht. Hier ist Wasser, ne? Ja, hier ist... Ach du Scheiße, das ist einfach nur eine fette Wasserpfütze. Das ist nicht gut. Na, wobei, dann weiß ich wenigstens, was ich verteidigen muss. Rennt die durchs Wasser? Ich weiß es immer noch nicht, ne? Glaube nicht. Mein Teil der Mauern werden sie nachher wahrscheinlich zwangsweise wieder niederreißen, so wie ich sie kenne. Wir haben 25 Kobalt, das ist auch eine Nachnummer. Mal auf. Der kostet ja kein Kobalt, ne? Nee. Wir müssen ja irgendwie an die Matschepampe rankommen. And requires additional resources in order to be built. Witzig. We need to gather a large amount of cobalt to construct this building. Ashley, my sensors are picking up an underground cobalt deposit nearby. I've marked its approximate location on your map. We should go there and search for it with the geo-scanner. It's not that close, really. We should craft some better equipment before we try to venture out that far. Yep, ich hab zu weit vorgespielt. So, hier, pass auf, du förderst mir Schlamm. Carbonium storage is full. We should construct more storage buildings. Und zwar hier lang. Hauptsache erstmal runter zu Base. Base. Ja, da kommst du natürlich nicht rein, ne? So, dann können wir ja theoretisch... F, ne? Ja. Den hier verkaufen. Wenn wir den jetzt nach oben ziehen, verbindet er sich automatisch. Ja, natürlich. Okay. Also verkaufen wir den auch erstmal. Wir brauchen wahrscheinlich noch Strom von oben, so wie ich das kenne. Das macht aber auch nichts. Aber wir kriegen erstmal Strom von hier unten nach. So. Das ist so eine gute Idee, war, weiß ich noch nicht. Aber wenn wir Stück für Stück die Karte aufdecken, müssten wir auch Stück für Stück sehen, von wo die Viecher kommen.
Weil so extrem groß scheint die Karte denn doch nicht zu sein, wenn wir hier schon das mehr Bänder haben. Das heißt, es müsste möglich sein. Gesundheit. Es müsste möglich sein, dass wir uns hier eine Basis so aufbauen, dass sie quasi immer nur in Verteidigungswall reinrennen außenrum, den wir gut mit Türmen specken, wo sie dann keine Chance mehr haben. Das ist so der Plan dahinter. Also ich neige ja dazu, erst meistens komplett zu übertreiben und das wird dann hier auch so ein Ding. Frage ist halt nur, wo die Ressourcen runterkommen, ne? Und wenn die Meteoriten hier Platz machen, ob sie in die Base reinklatschen. Schwierige Sache. Ich gedrückt halte. Super. Du brauchst gar keinen Strom, ne? Doch. Du pumpst jetzt den Schlamm da runter. Und warum geht's nicht weiter? Guck mal. Schlürf. So, hier geht's auch nicht weiter. Ja, hier ist diese blöde Blume im Weg, ne? Aber ich hab doch den Hammer der Gerechtigkeit mit. Hau mal von oben drauf da. Darf ich da vielleicht jetzt ein Rohr langlegen? Wenn es so blöd wird, kommt auch mal der Hammer. So. Genau, du erstellst entflammbares Gas. Das entflammbare Gas läuft hier hin. Ja. Hammer aus. Hammer an. Ey, von diesen Drecksviechern kriegt man aber auch keine Ruhe, ne? Also irgendwann müssen die das doch mal begriffen haben, dass ich keinen Bock auf die habe. Eine neue Technologie hat sich entwickelt. Neue Blueprints sind available für Crafting. Neue Gebäude sind available für Construction. Warte mal. Kann ich schon bessere. Ja, ja, Planetenscanner, Stabilisator, Kraftwerk. Mir geht's um was anderes. Kann ich schon neue Türme herstellen? Ah, die haben wir schon. Flammenwerfer-Tor? Weiß ich nicht. Hier, fügt man mit zur Forschung hinzu. Mir geht's aber Tatsachen um was ganz anderes. Und zwar, ich brauche bessere Verteidigung. Säurespucke, das ist alles Schaden über Zeit, da kann ich nichts mit anfangen. Brauche etwas mehr Bumm. Den Angriffsthronturm, da ist er doch. Na also, das ist doch das, wo ich hin möchte. Und da kommen wir auch bald hin. Oh ja, da will ich hin. Da möchte ich hin, da will ich hin. Gut, waffentechnisch. Irgendwas, was wir gebrauchen können, schon dabei. Nix, ne? U-Scanner-Turm. Hätte ich auch Bock drauf, ne? So, aber nichtsdestotrotz. Wir haben zwar jetzt genügend Ressourcen, wir müssen aber mehr Verteidigungstürme haben. So, die am Anfang, die kosten zwar ein bisschen Energie. So, aber im Umkehrschluss essen sie auch kein Brot. Kann man euch eigentlich schon aufwerten? Nein, noch nicht. Was fehlt mir dazu? Ich glaube, ich habe ein paar prinzipielle Dinge hier extrem vernachlässigt. Kann das sein? Ich befürchte ja. Da ist eine Falle. Flüssigkeitskompressor. Also das. Aha. Schön. Nur für Flüssigkeiten. Hier, Munitionsdepot und Turm-Munitionsfabrik. Da sind die.
Nee, das sind die nicht. Das ist nicht das, was ich suche. Ich suche Stufe 2 von den Computerkernen. Mine für seltene Ressourcen. Wir haben was mit Wasserverarbeitung. Hier, KI-Knoten Stufe 2. Naja, gut, da arbeiten wir ja dran. Hauptquartier Stufe 4. Muss ich das nur erforschen oder auch bauen? Öff, Fragen befragen, meine Güte. Ja, wenn ihr irgendwie Tipps oder Tricks habt, dann haut mir die gerne mit in die Kommentare rein. Ich bin da auf jeden Fall immer für zu haben. Ich brauche Hilfe. So, pass mal auf. Und hier unten mal. Hier noch ein bisschen. Oh, das ist ein Downgrade, ne? Und Safety rennt hier unten wieder rein. Lass mich doch mal hier durch. Ist schon alles alle da unten? Nö, ne? Boah, falsch gerannt, falsch gerannt, falsch gerannt. Wenn mir das nicht das Genick bricht, falsch gerannt. Nee, ist auch genug. Zum Auf. Ja, schön. Mich würde jetzt mal interessieren, wo die kommen, ne? Mit der 800 im Maschinengewehr? Nett. Und da kommen sie. Wo rennen sie rauf? Ah, okay. Oh, verdammt. Die rennen alle da rein. Och, na ja. Polonium storage is full. We should construct more storage buildings. Ich muss ja jetzt ganz ehrlich gestehen, ich habe mit Schlimmerem gerechnet. Bin ich ja ganz ehrlich, ich habe jetzt echt mit Schlimmerem gerechnet. So, hier haben wir einen Energieausstoß von 27. Kaum betreten wir die Basis, haben wir wieder plus 500. So, genau, was ich noch wissen wollte. Also. Minus 50 in der Sekunde, entflammbares Gas stellt er ja plus 25. Vielleicht soll ich mir das Ding erstmal anschauen. Plus 25 in der Sekunde. Was hast du für einen Verbrauch? Plus 50? Minus 50? Aber du verbrauchst nicht immer, ne? Du schaltest dich noch gar nicht zu, kann das sein? Gut, aber das Ding können wir nachher noch ein bisschen perfektionieren. Wir müssen eh die Basis erweitern. Aber dann würde ich sagen, bedanke ich mich jetzt erstmal fürs Zusehen, klinkt mich hier für diese Folge aus und wir sehen uns direkt in der nächsten Folge dann. Haut rein, macht's gut, ciao, ciao.